Wir werden in dieser Woche eine Aktuelle Stunde zu den sogenannten Panama-Papieren haben. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion unterstützt den Bundesfinanzminister, der schon seit einiger Zeit den richtigen Weg verfolgt, durch Transparenz Steuerhinterziehung zu verhindern. Durch die neuen Aufdeckungen bekommt diese Bemühung von Wolfgang Schäuble einen neuen Schub, und wir erwarten, dass auf dem G7-Gipfel dann in Japan auch dieses Thema auf die Tagesordnung kommt und dass wir weitere Unterstützung bekommen, dass solche Dinge eben verhindert werden. Ich glaube, dass wir ausschließlich durch Transparenz und die Möglichkeit, den Datenaustausch zu verbessern, solche Dinge verhindern können. Wir haben in dieser Woche auch den Koalitionsausschuss. Da wird als bedeutendes Thema das Thema Integrationsgesetz und entsprechende Regelungen sein. Thomas de Maizière arbeitet an einem entsprechenden Papier. Verbunden damit werden auch neue Vorschriften sein zur besseren Bekämpfung des Terrors. Da geht es vor allem darum, dass wir noch immer offene Informationslücken haben, dass Dateien nicht abgeglichen werden können in Europa und im nationalen Bereich. Das ist eigentlich ein unmöglicher Vorgang, dass nicht die Polizei auf alle möglichen Dateien in Europa zurückgreifen kann. Darum wird es nun gehen, dass wir hier zu Verbesserungen kommen. Und wir werden uns natürlich auch mit in diesen nächsten Tagen mit noch offenen Gesetzgebungsvorhaben befassen müssen. Da geht es um die Leiharbeit, da geht es um Werkverträge, wo die Bundesarbeitsministerin Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg bringt. Und da will ich noch einmal betonen, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, werden wir machen. Aber eins zu eins, wir werden nicht akzeptieren, Gesetzgebungsvorhaben, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Und wenn wir uns an diese Regel halten, dann werden wir auch die offenen Gesetzgebungsvorhaben zum Abschluss bringen können.